Ja, heute präsentiere ich euch mal ein Unboxing vom Libratone Live. Sicherlich kennt ihr eventuell schon den Libratone Beat. Der Live ist eigentlich exakt das gleiche Gerät, nur dass der Live jetzt halt die Airplay-Funktion integriert hat, die der Beat vorher noch nicht hatte. Also hier haben wir einmal die Bedienungsanleitung, ganz nett gemacht mit den verschiedenen Sachen, die man hier so rausziehen kann für die verschiedenen Endgeräte zur Einrichtung. Einmal ein Kabel für die Spannungsversorgung für Deutschland und einmal eins für beispielsweise Großbritannien. Hier haben wir dann auch schon den Beat verpackt in einer schwarzen Hülle. So, dann enthüllen wir mal das gute Stück. So, das ist unser Libratone Live also. Optisch ein sehr schönes Gerät. Was wir hier sehen, die Lautsprecherbespannung ist feinste Kaschmirwolle. Hier wurde also auf keinen Luxus verzichtet. Die Bespannung gibt es einmal, wie gesagt, in Kaschmirwolle, in Rot, Grün, Vanille und Schwarz. Und dann noch einmal eine 100 € günstigere Variante in Grau. Die ist allerdings nur mit Wolle bespannt, also nicht ganz so edel, aber ja. Klanglich macht es sicherlich keinen Unterschied, ob wir hier jetzt Kaschmir oder normale Wolle drauf haben. Einmal von der Seite, hier haben wir halt so einen Henkel, der ganz gut ist zum Tragen, mit Chrom überzogen, sehr massiv, sehr gut. Und hier hinten haben wir einmal die Anschlüsse, was allerdings einmal nur die Spannungsversorgung ist, der Ein- und Ausschalter. Und hier haben wir einen Klinkenstecker, also für ganz normale 3,5 Klinke, ist aber auch ein digitaler Eingang, also kann man auch digitale Signale per Toslink draufgeben. Ja, das ist eigentlich soweit zum Unboxing. Also ich kann nur kurz zusammenfassend sagen, der Lautsprecher ist sehr geil, hat einen sehr guten Klang. Und ja, den kompletten Testbericht könnt ihr einfach bei uns auf einmaledia.de nachlesen. Aber lohnt sich auf jeden Fall mal Probe zu hören im Vergleich zum Zeppelin Air von Bowers & Wilkins oder aber auch von Sonos, das Play 3 System. Sollte man am besten einfach mal vergleichen und dann entscheiden. Aber das Ding ist, denke ich, optisch auch ein guter Kompromiss mit der Freundin, denn der Lautsprecher integriert sich wirklich sehr gut in die Wohnlandschaft und sieht einfach wohnlich warm aus und ja. Aber guckt am besten selbst, schaut bei uns auf einmaledia.de vorbei und da haben wir noch weitere Bilder für euch und halt einen ausführlichen Testbericht. Vielen Dank!